festhalten. Das könnte holprig werden. Hallo und Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. So Freunde, wir haben ja eigentlich letztes Mal hier schon die Mission gespielt, aber anscheinend hat das Spiel gesagt, nö, ich speichere das nicht mal, als ich kurz weggehen musste. Aber gut, so ist es manchmal. So, können wir doch mal einmal schön die Mission spielen. Hehehe. Komm her, du TIE Fighter. Ich mag diese Mission jetzt schon. Wir verfolgen noch immer weitere TIE Jäger, aber weniger als vorher. Das ist doch ein Fortschritt. Na, sammeln wir hier auch mal die Dinger ein. Bring jetzt schließlich Geld. Hey! Ja. Guck an, zack hier. Schalten wir da unten mal die Geschützzimmer aus. Woohoo! Oh, die kriegen wir jetzt nie und nimmer, wenn wir so schnell sind. Juhu! Kommt her hier. Da haben sie recht, Prinzessin. Aber erstmal die Geschützzimmer da ein bisschen ausschalten. Hab doch da eben gerade was gesehen. So. Guck mal, da hinten ist doch was. Ah, oh, ich liebe diese Musik, Freunde. Zack. Au. Oh nein! Wir müssen sie davon abhalten, uns zu verfolgen. Also müssen wir ihre Radarschirme abschießen. Und ihre Türme. Diese Teile haben eine echt große Reichweite. Normale Lasergeschütze können ihnen nichts anhaben. Du musst sie mit einem Protonentorpedo erwischen. Na dann. So. Komm mal hier, ihr TIE Fighter Bomber. Ah, wahrer Jedi, sehr schön. Aua, haben wir letztes Mal ja nicht geschafft. Hey, ich will nur deine Bomben haben. Hey, wo sind deine Bomben? Hey! Blitzbolde. Komm her, du. So, einmal bitte und Dankeschön sagen. Woohoo! Und bitteschön, zack. So, wo ist noch einer? Da ist einer. Sehr schön. So. Freunde, jetzt kommt was ganz Schönes, was ich in WoW gelernt habe. Juhu! Schönes Ding. Und zack, dich haben wir auch. Juhu! Jawohl! Hey! Asteroiden! Chewie, Quest 271. Nein, du Pelzvieh, 271! Oh, der war schon letzte Folge witzig. Wollen Sie etwa mitten durch ein Asteroidenfeld fliegen? Die wären verrückt, wenn Sie uns folgen würden. Die Chancen, unbeschadet ein Asteroidenfeld zu durchfliegen, sind. Sag mir nie, wie die Chancen stehen. Ah,
glauben, dass wir das wirklich tun. Das hatte ich heute Morgen auch noch nicht auf dem Plan, Prinzessin. Wuhu. Ah. Oh, da haben wir... Ich Nein, weiß, Chewie. Natürlich wollte ich das nicht. Chewie, die Lenkung ist ausgefallen. Ah, das ist nicht, oder? Nee, ist das doch irgendwie. Aua. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee war. Ja, weiß ich. Ich bring uns hier raus. Irgendwie schwackt die Steuerung manchmal ganz schön rum. Hey! Du sollst da rüber, Mensch. Oh. Das erklärt's. Ah, okay. Das heißt... Oh. Schade. Sehen wir uns das mal an. Entschuldigen Sie bitte, Hoheit. Wo fliegen wir eigentlich? Ich fliege dichter an einen der großen Brocken. Dichter? Dichter? Ja, das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ja, das weißt du doch immer. Ich hoffe es auch. Eine Unterhose. Läuft. So, was macht eigentlich Luke? Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ah. Ich nehme Kurs aufs Dagobah-System. Sehr gute Wahl. Überspringen wir das mal hier. Varieti sind wir schon geworden. Sehr schön. Ausweichmanöver. Okay. Ja, und drei haben wir eingesammelt. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Wird auf jeden Fall ein Teil Bomber. So. Ah, endlich mein X-Wing fliegen. Ach nee. Den machen wir später, mein Freund. Ah. Oh, komm her hier. Sehr schön. Ist hinten noch irgendwie ein Goldener? Oder so? Ne, das ist ein Charakter. Das ist ein Rennen. Da ist die Echo-Basis. Na dann. Gucken wir doch mal, wo wir hin müssen. Na klar. Wo bist denn du jetzt? Ich liebe Verfolgungsjagden. Vor allem, wenn ich entkomme. Ach komm. So ist das doch nicht fair. Kann man irgendwie diese Scheiße da ausmachen? Option. Ich gebe ganz schnell auf den Controller. Also nein, das wollte ich nicht. Spieloption. Kamera wackeln, machen wir mal ein bisschen runter. Hm.
Anzeigeoption, so. Kartensymbole, alle Ebene, Minikarte nicht drehen, okay. Zielbeschreibung immer an. Hilfsfalle, Region, ja. Nein. Achso, für Objekte. So. Das sollte jetzt besser sein, ein bisschen. Hoffe ich doch. So. Ah, nee, ist ja immer noch. Das hängt da schon fest. Dann gucken wir mal. Da ist Dagobah. Ja, auf nach Dagobah. Hey. Ich finde es auch geil, dass sie hier den X-Wing auch so detailreich in Lego darstellen. Früher war das immer so, dass das so ein bisschen. Ja. Jedi-Meister namens Yoda finden, der mich ausbilden könnte. Obi. Was denn? Ich habe keinerlei Städte oder technische Einrichtungen registriert. Aber eine massive Anzeige von Lebensformen. Irgendwas Lebendiges muss dort unten sein. Irgendwie hängt sich das Ganze irgendwie hier auf, habe ich so das Gefühl. Na gut, dann fliegen wir mal runter, wa? Fliegen wir mal hin. Ha! Hier wird mir aber nichts angezeigt, wie seltsam. Dann reisen wir mal zurück. Vielleicht hat sich das ganze System irgendwie aufgegangen. Genau, wir reisen mal nach Mustafa. Sagen Papa hallo. So. Anscheinend hängt das Spiel gerne mal auf, Freunde. Schade eigentlich. Das Spiel hat so viel Potenzial und dennoch so viele Kinderkrankheiten. Aber naja, so ist das manchmal, ne? So. Guck mal, so, das sieht doch besser aus, so. Auf nach Dagobah. So. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Hoffe ich mal. Obi-Wan sagte, wir würden auf Dagobah einen Jedi-Meister namens Yoda finden, der mich ausbilden könnte. Hä? Ich habe keinerlei Städte oder technische Einrichtungen registriert. Aber eine massive Anzeige von Lebensformen. Irgendwas Lebendiges muss dort unten sein. Es hängt sich echt oft auf, Freunde. Aber zumindest können wir. Nee, nicht reisen nach Unterbau. Ich will da unten landen. Da. Wieso kann ich das nicht machen, Mensch? Davon muss ich erst hinfliegen. Dann landen wir mal, ohne um den Text anzuhören, den Luke dazu sagen hat. So. Dann schauen wir mal. Oh, Dagobah sieht ja schön aus. Hier oben. Ist so dunkel wie in den Filmen. Da sind wir angekommen. R2 nimmt erstmal ein Bad. Flip. Quark. Bitte etwas vorsichtiger. Dann nehmen wir erstmal das hier. Handbord, wa? Völlig ungefährlich. Es wird dunkel.
Wir sollten unser Lager aufschlagen. Wo ist jetzt unsere Ausrüstung? Na toll. Ich werde jedenfalls nicht da rausschwimmen. Sehen wir uns mal um. Ja. Dann bauen wir mal hier das Lager auf, wa? So, wichtig, Fernseher. Oder was ist das? Nee. Hoffentlich hält das die Insektoiden ab. Und was sonst noch da draußen so lauert. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Dagobah ist ja interessant. Sonst hatte man ja hier nicht wirklich die Gelegenheit rumzulaufen. Ja, da ist C1PP. Ah, guck an. Ah, die können wir später machen, die Mission. Ah. Achso. Ah, okay. Man muss anscheinend alle aktivieren. Ja, das war kacke. Sehr schön, das haben wir geschafft. Sehr gut. Timing trainieren, sehr schön. Hätten wir das ja geschafft. So. Ich muss sagen, Dagobah war es sehr gut gelungen. Das sieht richtig gut aus. So. Machen wir mal die Story hier weiter. Jetzt muss ich nur noch diesen Yoda finden, der überhaupt existiert. Steck weg deine Waffe. Kein Leid will ich dir zufügen. Ich suche einen Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda. Was ist das doch alles nur Zeitverschwendung. Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird es lernen, Geduld zu üben. Oh, Yoda. Bereit ist er nicht. Doch, ich bin bereit. Ich kann ein Jedi werden. Wenn ich bereit bin. Bereit bist du? Von bereit sein, was weißt du davon? Um ein Jedi zu werden, trainieren, üben, lernen, du musst. Okay, womit fange ich an? Zuerst diese einfache Prüfung bestehen, du musst. Ah. Ja, die Kraft fließt einem Jedi von der Macht zu. Aber hüte dich vor der dunklen Seite der Macht. Nutze die Macht. Hebe den Stein. Neue Höhen erreichen du wirst. So. Sehr gut. Das klappt doch wie, das klappt doch richtig wunderbar hier. Zorn, Furcht, Aggressivität. Die dunklen Seiten der Macht sind sie. Besitz ergreifen sie leicht von dir. Bin ich schon ein Jedi-Meister? Folgst du einmal diesem dunklen Pfad, beherrschen wird auf ewig die dunkle Seite dein Geschick. Verzehren wird sie dich, wie einst den Schüler von Obi-Wan. Vader. Tja, doof, dass du nicht weißt, dass das vielleicht dein Vater so ist. Aber gut, das erfährst du gleich ja noch. So.
Wir müssen den ganzen Parcours hier nochmal laufen, Freunde. So. Dann sind wir gleich wieder da, Freunde. Sehr schön. Das klappt doch wunderbar. Mehr werde ich heute dich nicht lehren. Von allen Fragen befreie deinen Geist. Wartet, irgendwas stimmt nicht. Jener Ort dort, von der dunklen Seite der Macht ist er erfüllt. Dem Reich des Bösen gehört er an. Dorthin musst du. Ja, leider erst nächste Folge, Freunde. Das können wir erst in der nächsten Folge machen. Also, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ja, schön, ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit. Mann. Also, Freunde, störte Meister Yoda mich einfach in der Abmoderation. Also, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Und ciao, ciao.